Möchtest du Teil von Midwald werden? Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung. Die letzten 12 Minuten laufen für diesen Samstag. Wir beenden diesen Tag mit dem VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Berlin. Ach Quatsch, Entschuldigung, jetzt ist mir die Zeit, dass wir in Feierabend gehen. VfB Stuttgart gegen DSC Arminia Bielefeld. Ja, wie gesagt, es war ein langer Tag. Es ist Spiel Nummer 24. Seit heute Mittag sind wir hier, seit über 6,5 Stunden live. Da mag man mir diese kleine Verwechslung einmal verzeihen im Endspurt für den heutigen Tag. Die Stuttgarter haben 4 Punkte geholt aus den ersten beiden Spielen. Ein 3:3 gegen 1. FC Köln, Hannover 96, 4:0 geschlagen. Arminia Bielefeld mit dem 1:0, ich nenne es mal Überraschungssieg. Und dann setzt es gegen Borussia Dortmund eine knappe Niederlage mit 1:2. Also der Landesligist verkauft sich hier bisher sehr teuer. Hier sehen wir den Schussversuch nochmal von Stuttgarts Nummer 10. Der Baller gespielt. Zwei Vereine mit einer sehr, sehr großen Frivic Cup-Historie. Die Armin, 19. Teilnahme, immer dabei gewesen hier als Lokalmatador. Während wir hier Kai Oswald sehen, der mit seinem Team gleichziehen könnte mit Hertha BSC Berlin. Denn die Stuttgarter in ihren 16 Teilnahmen gewannen das Turnier dreimal, während hier die Armin in Führung gehen. Hertha haben das noch kurz zu Ende zu führen mit 4 Siegen, Rekordsieger. Abgefälschter Ball hier, ganz bitter für Stuttgart. Schussversuch von Kevin Rustemey. Und dann die Ecke. Die Hacke dazwischen. Der Ball im Tor. 1:0 für den Landesligisten. Dritter in der Landesliga. Saisonziel war, unter den ersten 3 zu landen. Da sind sie momentan voll im Soll. Trotzdem sagt hier Trainer Peter Slavov, das Hinführen auf die U17-Bundesliga ist uns viel, viel wichtiger, während hier der nächste schöne Treffer fällt durch Stuttgarts Kapitän Dominik Kainic. Hier sehen wir es nochmal, abgezogen und vollendet. 1:1. Und Arminia macht weiter. Alles wird noch munter Scheiben schießen, wenn das so weitergeht. Zum Tagesabschluss. Ist der Aufbauversuch mit fehlendem Keeper. So, jetzt die Behauptung, guter Ballgewinn hier vom Bielefelds Nationalspieler. Schon in Konzbuch. Der hier raussticht, dem sieht man das anders, der da unterwegs ist. Viele Länderspiele hat er schon. Hier das Körperspiel, wieder das Duell gewonnen. Da ist er bärenstark, bärenstark. Abschlussversuch sucht er selber und dann gefangen. Also Bielefelds Nummer 6 muss man auf dem Zettel haben, wenn es hier um die stärkeren Spieler im Turnierfeld geht. Der Blondschopf. Wie gesagt, unglaublich. Zweikampf stark, große Dynamik nach vorne. Sehr wach, sehr engagiert. Schussversuch jetzt und das nächste Tor. Und da kommen richtige Emotionen raus beim Keeper. Patrick Schott. Ja. Ein angedeutetes Lächeln, aber das ist als Torwart verboten. Hier sehen wir es nochmal. Wunderbar. Genau eingeschlagen, wo der Ball hin muss. Der Konterversuch von Bielefelds Keeper
Louis Weber. Ja, Ball geht knapp rüber. 2-1 für den VfB. Da ist er wieder. Mit der Panne, das war ganz clever gelöst, um die Dynamik und das Tempo nicht rauszunehmen. Wunderbares Timing. So, Versuch wieder. Überzahlspiel jetzt. Klasse rübergelegt. Das war nicht ganz beabsichtigt. Trotzdem Atakan Kunas. 2-2. Da sehen wir es nochmal. Genau an der Bande. Dann hart rüber gespielt. Und da muss er das Füßchen noch hinhalten. Schöner Treffer. Überzahl wunderbar ausgespielt. Das haben wir heute schon anders gesehen. Also die Arminen, die machen Spaß. Die gefallen dir. Nicht irritieren lassen von der Anzeige unten rechts. Es steht 2-2. 5 Minuten 40 noch auf der Uhr. Also die Arminen, es gibt Phasen, da waren sie schon schlechter. Oh, jetzt ganz schön von der Platte wieder. Da waren ein paar Stuttgarter, die sollten schon wechseln. Da sind die Bielefelder wieder eingefangen. Das war akrobatische Meisterleistung. Da sind wir. Peter Slavov engagiert, der Trainer der Arminen. Kann zufrieden sein mit dem heutigen Turniersamstag. Will die natürlich vergolden jetzt. Hat hier alle Möglichkeiten. Aber jetzt erstmal die Stuttgarter. Jetzt der Wechsel bei Arminia Bielefeld. Oh, ein bisschen hart gespielt. War keine dankbare Aufgabe, aber gut aufgepasst von Tunay Kuduhan. Richtig Dynamik hier, Presse über das ganze Feld. Der Bielefelder Akbar Shadjobo. Aber Bielefeld enorm leidenschaftlich. Ist ein gutes letztes Spiel hier. Also oft plätschert das ja so ein bisschen dahin und alle wünschen sich nur noch nach Hause, aber das kann man sich hier richtig angucken. Beide Mannschaften im Vollgasmodus. Wirklich guter Auftritt beider Teams und wir sind gespannt, wie das Ding hier ausgeht. Ball immer rübergelegt, klasse gespielt wieder. Tor für den VfB Stuttgart, Lukas Hegele. Ja, und die freuen sich auch, die haben noch Bock, die wollen noch. Und Peter Slavov, der kann sich fassen. Stinksauer. Da ist er nochmal. Kann sich fassen, spricht da vor sich hin. Aber Bielefeld ist schon wieder vorm Tor. Wenn die Jürgen verlieren, gibt es heute kein Abendbrot. So wie der guckt, kommt die ohne Essen ins Bett. Die haben ihn. Und was für eine Abnahme von Leon Üblacker. Wunderschönes Tor. Da kommen sie alle zurecht auf ihn zu. 4-2. Da sehen wir es jetzt. Rams! Wunderbar. Klasse Treffer. Also das Spiel hat nochmal richtig was zu bieten. Jetzt Bielefeld nochmal. Komm, macht's nochmal spannend, Jungs. Wunderbar! Das ist doch ein Fußball. Alessio Fiorentino. Zum Anschluss. 4-3. Das Team, die noch da sind, die haben richtig Spaß. Und das hat sich gelohnt, hier zu bleiben. Oder auch an dem Bildschirm zu bleiben. Wunderbares Tor. Tolles Spiel nochmal. Stuttgart wieder. Ablage, kleines Missverständnis. Arminia dynamisch rein. Immer wieder Druck auf den Ball. Konzbruch, der kann laufen und laufen und laufen. Jetzt aber die nächste Möglichkeit. Arminia blockt das gut weg.
1,45 vor Ende an diesem Tag. Normal können wir im letzten Spiel immer schon eine Abmoderation so langsam machen und uns ganz langsam verabschieden. Das gibt das Spiel gar nicht her. Freistoß für die Stuttgarter. So, gute Minute ist auf der Uhr. Gute Minute am heutigen Turnier Samstag. Gibt es hier nochmal so einen Last-Minute-Ausgleich? Gibt es hier ein 4:4? Die Bielefeld haben jetzt die Möglichkeit. Gehen Richtung Tor. Das war ein guter Ball in die Spitze gespielt. Da wollte er mit der Bande den Braten. Hat Stuttgarts Spieler gerochen. Ahmed Skafin war da. Entgegen der Versuch und dann die Entscheidung. 5:3 in der letzten Minute. Serdar Aslan, da sehen wir es. Ja, da hatte Bielefeld gerade den nächsten Feldspieler ins Tor gestellt. Da bleiben sie jetzt noch bei, um da nochmal reagieren zu können. Aber jetzt natürlich beim 2-Tore-Rückstand ist das eine Aufgabe hier. Eine knappe Minute vor Ende. Nochmal gut gespielt. Sie bleiben dran. Aber jetzt der lange Ball. Das wäre nochmal ein schickes Tor gewesen jetzt. 23 Sekunden sind es noch offiziell auf der Uhr. Jetzt schickt er sie nach vorne. Langer Ball nochmal gut geklärt von Stuttgarts Lukas Preuß. 5:3. 8 Tore nochmal im letzten Spiel. Vielleicht sehen wir noch eins. Arminia versucht alles. Gut gespielt. Ah, an den Pfosten geht der Ball da und prallt zurück. Sehr schade. Eigener Mann nochmal abgeschossen hier zum Tagesabschluss. Jetzt Ball geklärt, 2 Sekunden noch auf der Uhr. Das war's. Das letzte Spiel endet mit 5:3 für den VfB Stuttgart. Aber Arminia muss sie nicht grämen. Tolle Leistung, toller Auftritt hier in dieser letzten Partie des Tages.